So, meine Lieben, also der Wikingertopf war sehr gut, wie man sehen kann. So, sag was dazu. Er war sehr gut. Ja, War wirklich sehr gut. gut. So, jetzt das ist meine Mutter. Na, meine Mutter kocht jetzt eine. Kochen tun wir gar nicht. Wir machen jetzt eine Nachspeise, die ganz schnell geht. Wie alles bei mir, geht ganz schnell. Nach der Weihnachtsgans. Sag mir, was du kochen wirst jetzt. Ich koche in eine rote Else. Ja, oui, wir kochen Rote Else. Dann Ja. bitteschön, was Komm, mit dem Lieblingsenkel? mein Lieblingsenkel. So, Schatz, du tust jetzt die Bohle. Ich stehe ja nur dumm rum, ne? Du tust jetzt Mama. überall. Hier. Ach. Hoppala. So. Arion, du tust jetzt überall hier in diese Schüssel erstmal unten schön diese Löffel Biskuits reinzutieren. Okay. So, du wirst nochmal zum Start. Also die sind Ja. gezuckert, ne? Gezuckert ist wichtig. Eine Nachspeise kann ruhig Kalorien haben, ne? Ja, du musst schon dein Ton und Handeln dokumentieren, damit wir mal wissen, was du da eigentlich machst. Ne? Na, sage ich euch doch. Ich mache jetzt hier die Löffel Biskuit rein. Den Arion. Gell, Genau. Schatzi? So, bitte alles rein. Jawohl. Wir machen heute ein bisschen mehr, weil wir haben morgen eine Feier. Und darum mache ich da gleich ein bisschen mehr. Dann habe ich gleich die Nachspeise für morgen. Also wenn ihr Mutter wegkommt, stehen wir nicht. So, jetzt hier noch. Ah, das ist auch noch. Warte. Das ist viel. Das ist viel, Arion, oder? War etwas vielleicht zu viel? Ja, Löffelbiskuit in Kaba eingedutscht. Wonner Patrick sei Lieblingsspeise. So, jetzt haben wir schön die Löffelbiskuit. Arion, jetzt trinkt man dann ein Eierlikörchen. Jetzt nehmen wir eine Flasche Eierlikör Ja, da trinke ich noch und einen mit. na klar. Und jetzt beträufeln wir diese ganzen Löffel Biskuit Eddie, willst ganz du auch ein Eierlikör? da Ich muss. aufmachen und schön beträufeln, Ja, Arion. ich muss fahren. Ja, ich muss mit. Ja. Ja. Aber ich will nur ganz kleine, bitte. So. Ich habe gar keine Schön. Die müssen Platzgläser. jetzt, Haben Sie normalerweise müssen Ihre? sie jetzt so eine Viertel bis halbe Stunde schön So, ziehen, damit wunderbar. der Eierlikör schön Der in die kommt Löffel gleich in Biskuit das Geschäft. Oh, das wissen Sie, mit der eindringt. Martina müssen wir mal Fotos bitte mitnehmen. Ja, ich habe sogar Arion, du Fotografien kriegst mal einen besorgt. kleinen Schwips, wenn man so Ja. will. Dann müssen wir ungefähr noch was. Ich stelle dir vor. Anna, da noch ein bisschen. Schwer zu sagen. Also zu D-Mark-Zeiten gibt es ein Wertgutachten über 40.000 D-Mark. So, Leute, seht ihr? Das ist doch Die ein. Löffelbiskuit Ja, das jetzt ist ein. ganz Ja. toll mit Aber ich Eierlikör will auch keine tränken. 20.000 So, leer, Arion. D-Mark. Aber ich habe Haben wir noch schon. was zum Trinken? Ja, haben wir. Das ist ganz wichtig, ne? Hier Gib können mir wir. denn hier nur was zu saufen! Sag mal! So sind wir selbst Ein eigentlich nicht. kleines Ja, Eierlikör. gleich. Ja, Ein ich kleines schäme mich. Eierlikörchen. Du hast Stückchen So, Eierlikörchen. die lassen wir jetzt aber auch mal vielleicht, solange wir Danke. Eierlikörchen trinken, ein bisschen ziehen und dann melden wir uns wieder. Das Paddy, weil Gespräch muss jetzt wohl Pause wir, drücken. ja, weil inzwischen Geh, geh, geh. braucht ihr einen Chilierzucker und, hole ich gleich aus dem Kühlschrank, Sahne und Schmand. Sahne, du mir mit Chilizucker steif schlagen. Und dann Schmand. So ein Und Schmand. dann kommt diese Masse über dieses alles schön drüber. Wunderbar. Wir saufen jetzt und drücken mal Pause. Na? Bis Also gleich. bis gleich zum nächsten Kochschritt bei der Roten Else. Action! Action! Oh, Action! So. Es geht weiter. Die Rote Else ist am Start. Also der Eierlikör war jetzt so eine Viertelstunde drauf. Am besten ihr macht die Nachspeise abend, wenn ihr es den nächsten Tag braucht, weil dann hat sich das alles so ein bisschen vollgezogen und dann schmeckt es ja lecker. So, Ja, meine Schatzi. mein Ja. Schatzi schlägt jetzt die Sahne. Wir haben jetzt drei, also für diese Menge haben wir jetzt drei Becher Sahne mit zwei Esslöffel Soll ich in Chilizucker. Deckung gehen? Ja, der Arion macht die jetzt mal steif. Ah, du machst sie steif.
Marion, Achtung, mach sie steif. Ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist gestern nicht. Ach. Das sind alle. Das dauert ja ewig. Ja, das geht ganz schön auf einmal. Vielleicht bringen wir Gas. Ja, Moment. Warum? Ja. Ein, zwei, drei. Alles! Ja, das sieht doch schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Wird schon. Und ich finde es sogar. Ne? Oh. Ja, so, wenn es da nicht mehr schreit wird. Ja, in jeder Frage, hier kommt in der Name Runde Else. Weiß ich doch nicht. Wir wissen es nicht. Okay, aber wir machen es. Das ist natürlich viel. Es wird jetzt immer mehr und mehr. Oh Gott. Oh, mehr. Ja. Der Behälter wird zu klein. Oh, oh. Hast du einen größeren Behälter? Na, doch, den Behälter. Aber das will ich immer mehr. Ja. Ja, das muss ich auch noch reinnehmen. Ihr seht schon drei Hälften von mir. Ne? Das wird immer mehr. Ja. An Top? Ja. Das ist das. Das ist das. Mach's halt erst einmal ein wenig steil. Oh, Maja. Wird steil? Ja, ne? Ja, langsam. Das ist ein bisschen so weit. Oh, ja. Ja, dann lassen wir das erst steif werden, dann tun wir es da rein und dann machen wir den Schmarrn. Also komm. Also wir machen es jetzt bevor. Es wird immer mehr und immer mehr, ne? Jetzt tun wir das da rein und schauen. Arion, jetzt mach's steif. Okay. Max steif, Sohn. Also. Nicht zu weit hoch, sonst spratzelt gleich alles voll. Ich bin ganz weit unten. Ich tue jetzt dann noch mal ein bisschen Gelierzucker rein. Haben wir jetzt zusammen. Ja. So, du machst eine Spitze. Eigentlich muss es schon steif sein. So, jetzt ist es, glaube ich, etwas ruhiger, oder? Ja. Okay, wir können, jeder kann mich hören. Gib mir das Gerät. Also, das hat jetzt etwas gespritzt. Wir haben jetzt hier für diese Menge 3 Becher Sahne, haben wir jetzt mit Gelierzucker geschlagen und haben 3 Becher Schmand rein. So schaut die Menge aus. Und das tun wir jetzt hier alles schön über die Eierlikör-Biskuits drüber. Arion, du verstreichst, ja? Nimmst du einen Löffel? Nehme ich überhaupt auf? Nimmst du auf? Ja, ich nehme auf. Okay, also jetzt muss da überall schön diese Masse über diese Löffel-Biskuits. Ja. Ne? Schön. Ja. Jetzt haben wir in der Patrick seine ganze Küche versaucht. Alles ist von der Weiße. Ja, aber wir brauchen sowieso putzen, hat er gesagt. Ach wirklich? Oder nicht? Warte, Schatz, ich habe doch so einen Jingle Bell Rock. Verleidigungs. Hast du so einen Deichschab? Ja. Ein Traum. Na, ich habe doch alles in meiner Küche drin. Ein Traum. So, Arion, schön verteilen dieses Ganze. Ja, hier auch. Ne, hier jetzt wegen weniger. Sag nur mal einer, meine Mutter kann nicht kommen. Ja, sag mal einer, die Mutter kann nicht kommen. Ich gebe mein Bestes.
Also Süßspeisen habe ich ja immer gut gekonnt. Ja. Könnt ihr Kardeisalat mit Vanillesauce? Oder ja, das heißt aber dann arme Ritter in Restdeutschland, ne? Okay. Ja. Oder Kirschenmichel? Das kann ich alles. Ja, stimmt. Wiener Kardeisalat kennst du auch, gell? Ja. Kann ich alles. So. Also da bist du jetzt die Süßspeisen-Adjutantin. Genau. Tun wir es alles schön hier verteilen, weil das dringt dann auch über Nacht alles in die Löffelbiskuit rein. So, Nünchen. Und jetzt, zu guter Letzt, kommt rote Grütze. Drum heißt das auch die rote Else. Nun, wo tun wir schon mal her? Das ist rote Grütze. Hier haben wir rote Grütze Sauerkirsch. Ja. Und das ist rote Grütze allerlei. Jetzt tun wir halt hier mal das. Oh! Verteil das schön, jetzt schön oben drauf. So. Nicht mit Weiß. Nicht mit Weiß vermischen. Ich probiere es. Er muss es nach Ende vernehmen. Eigentlich schon. Was brauchen wir denn? Ja, wobei. Und hier? Also ihr könnt... rote Grütze, egal, ja. Kirsch oder Erdbeer, obendrauf. Das Ganze kommt dann über Nacht in den Kühlschrank und morgen könnt ihr das essen. Und es schmeckt super lecker und geht ganz, ja, wir können es auch jetzt essen. Und es schmeckt wirklich super lecker. Ja, ich schmecke es ja jetzt schon. So, und hier hauen wir jetzt dann noch die Sauerkirsch. Welches war euer Ding, das da? Ja, das ist ja eine dreierlei rote Else. Eine dreierlei rote Else? Michi, verletz dich nicht. Tu dir nichts. So. Was geht denn morgen die fette Party los? Ah, der München, das tun wir noch alles. 18 Uhr ja. Ungefähr, wie ich das gehört. Morgen 18 Uhr, ne? Ich also wir machen ein Shoutout. Morgen ist Party. Party! Können wir euch zeigen, wie die Gäste die rote Else essen? Auf der Angel Ranch. Dann können wir mal einen Livestream machen. Genau. Ein Livestream am Kochkanal. Ja, also diese rote Else sieht sehr, sehr köstlich aus. Ja. So, was sagst du dazu? In der Tat. In der Tat, sagt der Arion. Ja. So, und das nimmst du dann bitte mit? Na, das könnt ihr morgen zum Frühstück essen. Löffelbiskuit. Eintauchen in Kaba. Oder in Kaffee. Schmeckt sehr lecker. Also, es geht wirklich ganz, ganz schnell und ihr habt eine leckere Nachspeise. Vor allem, wenn das schön durchgezogen wird. Ja, durchziehen muss es ein bisschen. Die durchgezogene rote Else. Jetzt wird es echt pervers. Die rote Else durchgezogen. Jo, Mama und die rote Else. Kann man das nennen? Drei Generationen an einer Else sind sie ja jetzt. Ja. Sehr schön schaut es doch aus. Find super. Da kann man jetzt nichts sagen, Schatz. Hast du gut gemacht. Ja. Sehr gut. Also dann wünsche ich euch guten Appetit. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön war's. Und dann sehen wir uns ja beim nächsten Kochvideo. Bis tschüss. Dann. Ciao, ciao. Adieu.